Hallo und herzlich willkommen zurück zu dem neuen Projekt. Endlich wieder, nachdem Feuerrot immer noch nicht beendet ist, aber bald, hoffe ich. Pokémon Schwarz, Randomizer, Nuzlocke Challenge. Ja, ich glaube, ich muss da viel nicht zu sagen. Außer, dass es ein Randomizer ist, dass ich, wie gesagt, Nuzlocke spiele. Und dass ich Nuzlocke spiele, bedeutet halt, das erste Pokémon, was ich auf eine Route fange, gehört mir. Ich darf auch kein anderes fangen. Wenn Pokémon stirbt, ist es tot. Ich darf heilen, so oft ich möchte. Shiny-Pokémons dürfen immer gefangen werden. Egal, ob ich auf der Route schon ein Pokémon besitze oder das ein anderes Pokémon ist. Die Items sind randomisiert. Die TMs sind randomisiert. Randomisiert ist kein Wort. Die Trainer haben komplett verschiedene Pokémon. Wie gesagt, ja, und wir stürzen uns dann direkt ins Abenteuer. Willkommen in der Welt der Pokémon. Ich bin Professor Esche. Die Leute nennen mich auch die Pokémon-Professorin. Wow, Pico Chilla, hat das nicht so oder so? Wie du vielleicht weißt, wird diese Welt von Wesen bevölkert, die man Pokémon nennt. In den Pokémon schlummern geheimnisvolle Kräfte. Begegnen kann man ihnen beinahe überall. Und es gibt eine große Vielfalt an unterschiedlichen Arten unter ihnen. Die Pokémon und wir Menschen ergänzen uns ganz ausgezeichnet. Wir führen ein Leben in Eintracht mit ihnen und helfen uns gegenseitig, wo wir können. Um das Band der Freundschaft zu seinen Pokémon zu stärken, ist es sehr beliebt, mit ihnen gegen die Teams anderer Trainer zu kämpfen. Tja, und ich habe mein Leben der Forschung der Pokémon gewidmet. Aber genug von mir. Erzähl mir doch lieber ein bisschen was über dich. Also, da ich diesen männlichen Sprite total hässlich finde, sind wir ein Mädchen. Bist du ein Junge oder ein Mädchen? Ich bin ein Mädchen. Aha, ein Mädchen bist du also. Habe ich das richtig verstanden? Ja, jetzt wüsste ich doch gern, wie du heißt. Verrate mir doch bitte deinen Namen. Wir heißen... ich würde sagen Juliane, aber das ist ja... Aber ja, Juli ist ja sowohl männlich als auch weiblich, also ein tatsächlicher Name. Nein, aber ich würde sagen, wir nehmen Juliana, auch wenn es gerade so reinpasst. Wir nehmen Juliana. Juliana heißt du also, ist das richtig? Ja, Juliana. Dieses Mal aber ein toller Name. Gut, dann wirst du jetzt nochmal an deinen treuen Weggefährten vorstellen. Ist das die unzertrennliche... Dieser Junge hier heißt Jaren. Manchmal gibt es sich ein wenig mürrisch, aber er ist ein aufrichtiger Bursche. Dieses Mädchen hört auf den Namen Belle. Sie geht alles ein wenig gemütlicher an, aber gibt immer ihr Bestes. Ich werde euch drei jetzt einfach mal vertrauen, von jedem euch eins meiner kostbaren Pokémon schenken. Hör mir gut zu, Juliana. Von dem Augenblick an dem du dich für ein Pokémon entscheidest, beginnt dein ganz persönliches Abenteuer. Auf deiner Reise wirst du mit unzähligen Pokémon und Menschen in Berührung kommen, die nicht immer dieselben Ideen und Auffassungen teilen wie du. Ich hoffe, es gelingt dir, durch diese Begegnung herauszufinden, was für dich im Leben wichtig ist und was nicht. Ich sehe, du verstehst mich. Das große Ziel deiner Reise sollte es sein, über den Umgang mit Menschen und Pokémon reifer zu werden und innerlich zu wachsen. So, jetzt aber mal los. Geh und schütze dich Kopf über die Welt der Pokémon. Das werde ich machen. Keine gute Idee. Gut. Nun sind wir... Als ich dieses Intro zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich... 2010, boah, was eine geile Grafik. Juliana, Professor Escher hat gesagt, dass wir Pokémon bekommen sollen. Wo Belle nur bleibt? Ja, Mann, oh, da bist du ja. Bin ich schon wieder zu spät, entschuldigt bitte. Also wirklich, Belle, dass du alles gerne etwas gemächlicher angehst, ist für uns mittlerweile nichts Neues mehr. Aber warum gerade heute? Wir doch unsere Pokémon bekommen sollen. Du hast ja recht, es tut mir wirklich leid, die beiden. Und wo sind die Pokémon nun? Professor Escher hat sie hergebracht, Juliana. Also steht ja auch das Recht zu, dir zuerst eins auszusuchen. Das ist nur gerecht. In diesem Geschenkpaket warten die Pokémon schon auf uns. Na los, Juliana, trau dich schon. Und schau nach, was drin ist. Ich kann es kaum noch erwarten. Ja, ich auch nicht. Ich will nicht. Ich habe Angst, dass was Scheißes rauskommt.
So, aber die Pokémon haben auf jeden Fall zwei Entwicklungen. Erstmal der Brief. Zusammen mit diesem Brief habe ich dir drei Pokémon geschickt. Rufe deine Freunde herbei und sucht euch je ein Pokémon aus, ohne euch zu streiten. Alles Gute und beste Grüße, Professor Esche. Oh, wow, 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 wow. Wow. Wähle dein Pokémon aus. Wow. Bummelt. Jorklef. Was? Was ist das denn? Ja, dich nehme ich nicht, Jorklef. Aber... ja, wow, zwei Normal-Pokémon. Und dann das da. Junge, warum? Ich will mal aus... ja, ich habe gesagt, dass es zwei Entwicklungen hat. Oh Mann, aber... ja, Jorklef ist aber so... ich weiß. Nee, ich nehme Vollriegel. Ja, ich nehme Vollriegel. Oh man. Ja. Also ich nehme nur dieses Pokémon und Jan bekommt das da, okay? Hey ho! Hä? Hey, how come you get to pick out my Pokémon? Oh, never mind, I want this one from the start anyway. Wow. So, nun hat jeder sein Pokémon ausgewählt. Und jetzt! Ich hab's! Jetzt ist es Zeit für ein kleines Pokémon-Kämpfchen! Hey, hör mal, Belle, die Pokémon sind zwar noch schwach, aber trotzdem sollten wir sie nicht im Haus kämpfen lassen. Ach was, das geht schon in Ordnung. Was könnten die drei schon anrichten? Irgendwann müssen sie ja mal anfangen zu kämpfen. Oder habe ich da etwa Unrecht? Also, Jana, also auf dem Pokémon beginnen. Auf geht's gegen Belle. Eine Herausforderung von Pokémon-Trainer Belle. Ja, die Klassen habe ich nicht modifiziert, weil wozu soll ich das? Du hast Bummel. So. Ich habe Vollriegel, das Tackle kann. Und das jetzt auch das erstmal einsetzt. Fuck, ich habe vergessen die Ticks an. Ich habe vergessen! Alter, vier Schaden. Scheiße. Ich habe vergessen die Ticks dann. Na warte, ich hatte noch gar keine Zeit zu pausieren. Oh, stimmt so. Schnarchnase. Deshalb wollte ich auch nicht, aber ich hätte gedacht, das kriegst du erst als Dealer-King. Egal, ist doppelt gut. Du bist mega das Opfer-Pokémon, weißt du das? Zumindest anfangs. Ein Glück habe ich dich nicht gepickt, sonst hätte ich ja immer mehr als verloren mit deinem Kratzer und dann noch Schnarchnase. So, erster Kampf gewonnen. Ja, ach übrigens, eine Todesliste wird es nur indirekt geben. Was soll ich denn indirekt? Es gibt eine, aber die blende ich dann immer nur dann ein. Wenn ein Pokémon auch wirklich stirbt. Und wir lernen die Rauchwolke. Die beste Attacke, die es gibt, senkt die Genauigkeit des Gegners und er trifft trotzdem. Deine meine Pokémon haben ihr Bestes gegeben. Ja! 500 Poké-Dollar. Wir sind reich. Ein Pokéball und ja, das war's auch schon. Wow. Wir sind doch nicht reich. An die Animation kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Wow, Juliana, du scheinst das Zeug zu einem großartigen Trainer zu haben. Ich habe da also eine Vorahnung. Also wirklich? Belle, jetzt schau dich doch erst bloß mal in das Zimmer an. Was ist denn hier passiert? Das ist ja wie bei Hempels unterm Sofa. Okay. Die Pokémon sind unglaublich, wo sie doch noch so klein sind. Ich bin froh, dass ich ein Pokémon bekommen habe. Du bist doch jetzt nicht wütend, Juliana, oder? Belle, bei dir sind echt Hopfen und Malzalon. Sei so gut und lass mich jetzt dein verletztes Pokémon aufpäppeln. Schön, dass das Pokémon von... lass mich jetzt auch dein Pokémon heilen, Juliana. Dankeschön, Jaren. Alter, ich liebe sie. Hey, Jaren, willst du dein Pokémon nicht auch mal in den Kampf schicken? Wirst du gut über Pokémon Bescheid weißt wie du, richtet bestimmt auch nicht so ein heilloses Durcheinander an wie ich. Ich glaube, du hast Talent für Kämpfe. Ja, da muss ich dir zustimmen. Viel schlimmer werde ich es mir ja wohl kaum zurichten können. Außerdem wäre es nur fair, wenn ich mir auch mal einen Pokémon-Kampf gönne. It's decided! You be my opponent in our first Pokémon battle. Let's see what you can do, my Pokémon. Das ist, glaube ich, der Nachteil im Randomizer. Manche Sätze sind eventuell auf Englisch. Oder, ja, kann glaube ich sein. Ach, keine Ahnung. Hallo, Jorklef. Wie geht's dir denn so? Alter, das sieht aus, als ob es jetzt 60 FPS läuft, aber es ist nicht jetzt. Oh, warte, ich hatte immer noch keine Zeit, die Animation hochzustellen. Es ist im Moment noch alles im Lot. So. Und da ich Level höher bin, hast du, Jochklef, auch keine Chance. Ich hoffe.
Hat der gerade 6 Schaden gemacht? Jo, Alter! Was ist das denn? Warum hat der... Ach du Sch... Oh Gott sei Dank. WTF, Alter! 6 Schaden! Der Hund macht 6 Schaden. Anekdote zu Shadow Show. Ja, abgehakt. Der Affe macht 4 Schaden. Ah, das war eine geile Szene. Aber jetzt macht der Hund 6. Das ist nicht so geil. Man. Oh. So läuft es also beim Pokémon-Kampf ab. Ja, nee, weißt du, wie soll es sonst ablaufen? Erklär mir es mal. Ich hatte nicht damit gerechnet, gleich im ersten Kampf den Götterin zu ziehen. Aber was für eine Spannung. Das ist... Jetzt bin ich endlich ein Pokémon-Trainer. Aber nun muss ich erstmal bei deiner Mutter für die ganze Unordnung hier entschuldigen. Ich auch. Ja, wir können uns bewegen. Hurra. Oh fuck, ich konnte scheiße stimmen. Hallo, Enter. Config. Control Config. Start. Enter. Ach so, stimmt, das geht hier nur auf X. Warum auch immer. So, Options. Texttempo 3, Emotion an, Kampf getauscht. Passt. So. Und jetzt. Wir haben noch keine Turbo-Trainer. Schade. So. Es gibt eine Wii-Konsole. Sie ist einwandfrei im Zustand. Ja, Hauptsache, die hat überlebt, ne? Was haben wir hier? Gar nichts, gar nichts. Ich meine, du kannst sie von so auch noch so spielen. Ich meine, du kannst sie Quellen stellen, aber sonst. Ach nee, 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 gut. So. Und tschüss. Entschuldigung für den Tumult von eben. Also ich werde dann mal aufräumen. Aufräumen? Schon gut, schon gut. Darum werde ich mich nachher kümmern. Solltet ihr stattdessen nicht lieber Professor Esche besuchen? Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Wir sollten uns bei Professor Esche bedanken gehen. Bis bald und Entschuldigung für die Umstände. Ich warte dann im Pokémon-Labor auf euch. Vor dem Pokémon-Labor auf euch. Oh, ich muss vorhin noch mal kurz nach Hause. Ich bitte vielmals um Entschuldigung für die Störung. Kein Problem, Glocke. Kein Problem. So. Juliana, Pokémon-Kämpfe sind schon eine lebhafte Angelegenheit. Das Lärmen der Pokémon war bis hier unten zu hören. Ach, weckt das Erinnerung an meinen allerersten Pokémon-Kampf. Ehe ich es vergesse. Nach dem Kampf sollte man seinem Pokémon eine Pause gönnen. Wow. So, dein Pokémon ist wieder Putzwunder. Und vergiss nicht deinen Visu-Caster. Und vergiss deinen Visu-Caster nicht, wenn du dich auf den Weg machst. Ja, Visu-Caster erhalten. Damit konnte man sogar, warte, ich sag gleich. Du gehst dich auch bei Professor Esche bedanken, nicht wahr? Also, dann lass mich nicht aufhalten. Also. Diesen Visu-Caster, also mit diesem Visu-Caster-Ding, konntest du sogar Dings machen, Animation, über deinen DS halt Dingsen, Skypen, reden halt. Und ja, dadurch, dass du halt geredet hast, war es halt dann so, dass du, also du konntest reden und dich sehen und was weiß ich denn alles. Habe ich einmal gemacht, war ganz cool. Könntest du kurz zu Hause nach Belgien? Könntest du kurz zu Hause nach Belgien? Sie hat es sich gewiss zu Hause bequem gemacht, so wie immer. Belle bringt echt nichts aus der Ruhe. Alter, ich sehe gleich, man müsste Part schon gleich beenden. Dieses Anfangsgelaber tut mir nicht gut. So, wo wohnst du denn, Belle? Wohnst du hier? Haus von Belle. Jo, wohne ich. Nee. Nein, nein und nochmals nein. Aber ich habe doch ein Pokémon bekommen. Also ich bin schon ein richtiger Trainer. Ich fürchte mich für kein Abenteuer. Hallo. Mach dir keine Sorgen. Es ist alles beste Ordnung. Dann mach ich mir auf den Weg. Ich war auf dem Lobo auf dich. Wow. Für diesen einen Satz bin ich jetzt hierher gewackelt. Mann, hätte ich Turbo-Treter. Los, renn doch. Jetzt aber los, auf zu Professor Escher. Und? Bye bye, jetzt darf ich wieder mal reden. Und den Y-Knopf drücken. Hallo, ich habe schon auf euch gewartet. Meine jungen Freunde, ich möchte euch erneut vorstellen. Ich bin... Aber Professor Escher, wir kennen sie doch schon.
Ja, Jerry, mir ist durchaus bewusst, dass ihr euch an mich erinnert. Aber ein denkwürdiger Tag wie heute verdient ein wenig Förmlichkeit. Also dann stelle ich mich zunächst mal einmal kurz vor. Ich bin Professor Esche. Meine Forschungen befassen sich mit dem Ursprung der Pokémon. Ich gehe jetzt der Frage nach, wie lange sie schon auf dieser Welt leben. Oh, ihr habt eure Pokémon ja schon kämpfen lassen. Das ist großartig. Dann haben sie euch sicher schon zu Vertrauen zu euch gefasst. Es sieht zumindest ganz danach aus. Übrigens, wollt ihr euren Pokémon einen Spitznamen geben? Ja, aber wie nennen wir ein männliches Feuerriegel? Es ist ein Feuerigel. Ich hätte jetzt gesagt, wir tun die Wörter Feuer und Sonic wegen Igel zusammen, dann kommt aber Phonic raus. Und Phonic, das wäre ziemlich harte Schleichwerbung, wenn ich das mein Pokémon so nenne. Also kann ich nicht mehr so nennen. Wäre es mit Finnick. Fennick. Ich nenne es so, wie ich es gerne am Anfang nennen wollte. Ich nenne es nach. Warte, ich mach das anders. Ich nenne das Masse. An den guten Marcel gerichtet. Lag oder liegt daran, warum ich das mit ohne R oder E schreibe. Einfach weil Marcel Freunde ihn immer Masse genannt haben und nicht Marcel. Und deshalb. Verstehe. Du bist mit Masse als Spitznamen zufrieden. Ja. Marcel soll es heißen. Das ist ein schöner Name. Es gibt bestimmt einen Grund dafür, dass ich euch die Pokémon gegeben habe. Es hat mir eine Pokédex. Pokédex? Gut, richtig, Jaren. Du hast schon viel über Pokémon gelernt. Trotzdem werde ich es euch nochmal erklären. Nun zu Pokédex. Er ist ein hochmodernes Gerät, das alle Pokémon, denen ihr begegnet, automatisch erfasst. Daher möchte ich euch einmal bitten, die gesamte Einhalregion zu durchforsten und sämtliche hier heimische Pokémon aufzuspüren. So, das wäre erstmal alles im Pokédex. Juliana, Jaren und Belle, seid ihr bereit, euer großes Abenteuer anzugehen und dabei den Pokédex zu vervollständigen? Ja, wir schaffen das! Ja. Ich meine natürlich, jawohl! Vielen Dank, Professor Esche. Dank Ihnen hat sich mein größter Wunsch, ein Pokémon-Trainer zu werden, erfüllt. Vielen Dank euch dreien. Das war die Antwort, die ich hören wollte. Easy, rosa Pokédex. Männlich. Nun zum nächsten Schritt. Ich werde euch jetzt erklären, wie... Oh, nee. Fang-Tutorial. Wenn Professor Escher uns schon darum bittet, kann es doch eigentlich ganz falsch sein, wenn wir uns zusammen ins Abenteuer stürzen, oder? Es ist doch nicht so keine ranzighafte Suche nach dem zu machen, womit man sein Leben verbringen will, oder? Ganz genau. Wir können nach beliebigen Reisen... So lange wie den Pokédex vervollständigen. So, und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Konstruktive Kritik gerne in die Kommentare. Ihr könnt auch gerne eine Bewertung positiv oder negativ da lassen. Und dann sage ich, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.